Grüße alle total und recht herzlich beim Sondersender Nordrhein-Westfalen und bei UPROM TV Ultra HD Web TV. Meine lieben Freunde, Zuschauer und Kunden, heute die Abhandlung über elektronische Diabetes. Elektronische Diabetes, wenn man zu lange, zu oft mit Facebook unterwegs, leidet man an elektronischer Diabetes. Hört sich alles wieder bescheuert an, ich weiß, aber ich versuche ja auf irgendeine Art ein lustiges Video zu machen. Alle, die vor 1990 und nach 1945 geboren, 45 Jahre das alles erlebt, die Anfänge erlebt, die 70er Jahre der Pixel-Monster-Väter, die in England das sich erfunden, das auf den Weg gebracht und die ganze Welt in der heutigen elektronischen Diabetes untergebracht haben. Wir hängen alle an der sogenannten elektronischen Diabetes-Nadel. Wir brauchen es. Heute nennt man das Smartphone, ein kleiner Computer, nicht wahr? Brauche ich ja keinem erklären. Heute brauche ich gar keinem mehr etwas erklären. In den 70er Jahren, wo wir auch schon 3D hatten mit diesen dicken Brillen, hatten wir, ja, wir hatten schon Sci-Fi. Wir hatten super Spielfilme, der Rasenmähermann, ja. Danach kam Tron. Der erste Film in den 80ern, Mord von der Stange, den gibt es nur auf VHS. Der ist bis heute nicht auf DVD oder auf Blu-ray erschienen. Mord von der Stange mit James Coburn in der Hauptrolle. Den anderen Darsteller habe ich jetzt gerade vergessen. Ich bin ein Jugendlicher, ein Kind der Pixelväter, der Monster Pixelväter. Ich hatte so viel Spaß. Ich gehöre leider zu diesen Familienkreisen, die heute nicht mehr existieren. Siemens. Siemens, Fuji Siemens, vorher Siemens, Fuji Siemens. Das waren alles. Aber hier in Deutschland war es mehr für Büro. Bürocomputer, Büro, Kommunikation. Das Modem, die 128 Kilobyte Funkleitung. Das war also in den 70ern, 80ern. Ab den 90ern kam Sony mit der PS. Die Pixelväter, die haben sich die Finger und die Hände gerieben. Ach, war das super, war das toll. Oh, die waren happy. So viel Geld, wie die verdient haben. In den 90ern, ihr merkt schon, ich fange an zu schmunzeln, aber wirklich. In den 90ern bis 2006 haben auch wir verdient. Wir haben uns knubbelig verdient. Und jetzt verdienen halt unsere Kinder. Ab 14 aufwärts, verdienen die mal eben lockere 1500 am Tag bei YouTube. Wie wir YouTuber waren, wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß, wir machten Spaß. Wir haben Blödsinn gemacht. Wir hatten, ist jetzt kein Scherz, ist jetzt wirklich kein Scherz, 6,8 Millionen Zuschauer in den 90er Jahren. 6,8 Millionen Zuschauer. Wir hatten auf 98,5 Astra Ost unsere Sendung und UPROM TV. Sonntags konnte man uns auf großer Leinwand sehen, im Fernsehen sehen, digital übertragen über Astra 98,5 Ost. Hammer! Schreinemakers, für Schreinemakers haben wir dann auch gemacht. Das wurde dann auf Kanal 9 gezeigt, Channel 9. Gibt es ja alles gar nicht mehr. Also, uns gibt es nicht mehr. Die Digitalväter, die weit vor hier waren, weit, weit vor hier waren, mit den kleinen Pixelmonstern, wo wir noch if and else programmieren mussten, Sprungmarken und solche Sachen. Wir haben Assembler direkt programmiert, CC+, Pascal. Okay, ihr merkt, ich bin alt, bin super alt, ich bin aber nicht elektronisch verseucht. Ich hänge auch nicht an der elektronischen diabetischen Nadel. Diesen Videoclip, den ich heute hier mache, ist für alle verständlich, die weit vor 1990 und nach 1945 geboren. Ich muss es einfach sagen, weil alle, die jetzt zwischen 50 und 60, die nicht so in dem Hype des elektronischen Flusses, die zwar hier mit so einem Smartphone am Spielen sind, ja, die mit so einem Smartphone hier am Spielen sind, die bei, ja, Schnitt, 70er Jahre, Pixelväter, Brummkreisel, Ping-Pong am Fernseher,
War eine tolle Sache. Ihr merkt, ihr lasst den Fernseher aus, weil macht keinen Spaß mehr. Es macht einfach keinen Spaß mehr, fernzuschauen. Wir haben kein Lagerfeuer mehr, wir haben keine Bildung mehr. Also ich werde da nicht gebildet. Ja, Unterhaltung weiß ich nicht. Also in Unterhaltung sehe ich. Heute ist die Oscar-Nacht. Heute ist die Oscar-Nacht in Amerika und wir sollen uns das mal wieder anschauen. Wir sollen uns alles anschauen, was die Amerikaner uns ständig da so, ne? Star Wars ist auch amerikanisch. Wir haben nicht, wir haben keine Orion mehr. Nö, wir haben kein Orion. Wir haben keinen Sci-Fi. Nee. Heute haben wir die elektronische Diabetes, wer zu viel Zuckerberg, Mark Zuckerberg, wer zu viel Facebook, der erkrankt. Doch. Psycho-Fake-Self-Journalisten. Die schreiben da Sachen. Der eine möchte den Dritten Weltkrieg. Der eine spricht von Verseuchung im Himmel. Diese komischen Kubuswolken sind gar keine Kubuswolken. Das sind alles chemische, wir werden alle chemisch verseucht. Oh. Also die einen sind chemisch verseucht, die anderen leben da im Wahn. Die anderen sind Faschisten, aber die liebe ich. Ich liebe alle Faschisten. Ja, alle, die da so aufmarschieren. Vor allen Dingen die Rechtschreibfaschisten. Also ich leide nicht an Rechtschreibschwäche, aber ich habe mir angewöhnt, im Internet so viel Scheiße zu verbreiten, wie ich nur kann. Die Rechtschreibfaschisten, die Rhetorik, die Grammatik, ach, was die alles so drauf haben. Man spricht denen nicht geradlinig, die Akustik stimmt nicht, die Linguistik stimmt nicht, der Satzaufbau stimmt nicht, die Kommatas, Schwäche, ach Leute, ihr seid so humoristisch. Man sollte sich wirklich über euch sowas von lustig machen, über alle Grammatikstudenten und Rechtschreibfaschisten. Ach wisst ihr, das Recht zu schreiben, das Recht zu sprechen haben wir alle. Und darum sage ich, alles, wirklich alles, was mit Religion zu tun, meine lieben Freunde, auch wir, immer noch, vor 90 und vor und nach 45, wir hatten Osho. Halle, halle, Krishna, ding, 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 halle, halle, Krishna, ding, ding, ding. Osho. Ja, habt ihr die Bücher mal von Osho gelesen? Ich meine, die sind lesenswert. Also manche Passagen haben mich wirklich belustigt. Also, worauf will ich hinaus? Ich als alter Mann im Ich-TV hier beim Sondersender Nordrhein-Westfalen, beim Ultra-HD-Web-TV, der das beruflich macht, meine lieben Zuschauer, meine lieben Freunde, meine lieben Kunden. Das Analoge ist ja nicht mehr analog sitzen, sich unterhalten, sich kennenlernen. Vor allen Dingen sich kennenlernen. Wenn man mich kennt oder wenn ich euch kenne, also wenn wir uns kennen würden, dann würde ich das auch ertragen. Dann würde ich auch sagen, okay, ich benehme mich, okay, ich schreibe deutlich, etc. Pp. Aber nee, weil wir uns nämlich nicht kennen, weil man sofort angegriffen wird, weil man niedergemäht wird, ja, spricht ja die Bundesregierung und der Politiker, der ist ja raffiniert, ne? Also die Politiker sind raffiniert, die achten ja darauf, ne, um Geld zu machen. Das ist ja auch, ne, Foundation, also alles ist heutzutage nur noch Geld machen. Geld machen, Geld machen, Geld machen. So, Rassistenhass, ne, Hasser, ne, dann die Asyl und die Religion, dann der Islam, dann das Christentum. Meine lieben Freunde, das ist alles nur Kohlemacherei. Bleibt mal auf dem Teppich. Wenn wir analog wären, wenn wir jetzt hier alle wieder sitzen würden, wir sitzen doch alle alleine vom Fernseher her. Hm? So, ich soll mir einen Spielfilm auf dieser kleinen Fläche angucken. Ich weiß nicht, wie bescheuert soll das denn sein? Nee, tut mir leid. Ich gucke auf 21 Quadratmeter, auf 100 Zoll. Ich gucke auf 100 Zoll Diagonale oder auf 21 Quadratmeter. So, bestimmt nicht hier auf 10 cm mal 5 cm. Aber das haben wir in den 70ern gemacht. In den 70ern bis zu den 90ern. 70er bis zu 90ern haben wir solche kleinen Fernseher gehabt. Mit Antenne raus. Ocasio nannte sich das. Ocasio. Hier unten war ein Anschluss fürs Videogerät. Kann man also heute als Bildschirm auch nutzen. Ist schon mal gut. Das ist über 30 Jahre alt. Das natürlich nicht. Das ist ein Smartphone. Für die Besserwisser. Es sind ja nur noch Besserwisser. Es sind nur noch Besserwisser im Netz. Ihr seid alle diabetisch, ihr seid alle elektronisch diabetisch verseucht. Das sind die Merkmale von Diabetes. Die reale Diabetes,
guckt mal, wie die reagieren und schaut mal euch an. Ihr seid alle sowas von verseucht, elektronisch verseucht. Merkt ihr das denn gar nicht mehr? Ich bin kein Prediger, mir ist das doch vollkommen egal. Ja, ich habe einfach jetzt Lust drauf, dieses Video zu machen. Und wenn dann 5 gucken, 2 gucken oder nur einer guckt, ist okay, wenn ich mir das selber angucke. 6,8 Millionen Zuschauer, das könnt ihr mir nicht nehmen. Gar nicht, keine Chance. Wir waren, und du, die E-Community, wir waren Ning.com. Wir waren YouTube am Anfang. Wir waren 7Load am Anfang. Wir waren Clipfish am Anfang. Wir waren Dailymotion am Anfang. Wir waren Kiwigo. Münch Video, Video München. Ach Mann, waren das tolle Sachen. Wir waren der Anfang. Ja? Die Megapixel-Monster-Freaks der 70er Jahre, die uns sogar die 3D-Brille, ja, diese Monster, habe ich alles noch da. Habe ich alles noch da. Ehrenwort, liegt alles im Regal. Ne? Einige Kunden können sich das anschauen, wenn sie live zeige ich ihnen das. Die erste Kamera von damals, U-Matic, dann kam Betamax, VHS, Hi8, Video 8. Der Anfang, jetzt am Ende ist klar, weil Chip-Technologie, diesen Chip kann ich nicht nutzen, weil das da ist eine GVC. Eine GVC nimmt jetzt diesen Chip nicht an. Die GVC muss ich immer vorher formatieren, sonst geht es nicht. Das wurde jetzt gerade mit einer Panasonic gedreht, dieser Clip hier drauf. Hier ist ein Clip drauf, den könnt ihr euch auch anschauen. Der wurde mit einer Panasonic gedreht, deswegen kann ich die nicht in die GVC packen. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass die Firma Samsung jetzt das 3D eingestellt hat. Die Firma Samsung hat das HD eingestellt. Ab sofort 4K. Habe ich nichts gegen, wir haben 4K. So, Samsung stellt HD ein, 3D auch. Umsatz entspricht nicht denen, wie sie sich das vorstellen. 3D war ja früher IMAX, das war ja super, ne? War ja genial. Heute ist ja mehr Aquarium. 3D ist mehr Aquarium zum Reinschauen. So, jetzt gibt es ja hier, das ist Samsung 4 Edge 4, ne, mit Schreiber hier unten. Ne? Ne? Nein, will ich nicht. Ne? Tschüss. Herr FDP Lindberg wirbt für Deutschland-Koalition. Also ne, die Tagesschau. Hier, die Tagesschau. So klein soll ich mir jetzt die Tagesschau angucken? Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Ich habe auch keine Lust mehr, von morgens bis abends Religion, Asyl oder irgendwelche, was weiß ich. Habe ich keinen Trieb drauf. Null, no, nee. YouTube war Spaß. Das hat. Wir haben so viel Blödsinn gemacht. Bei undo.de Community. In den sozialen Netzwerken, die wir betrieben haben, wo wir 6,8 Millionen Zuschauer hatten. Auch wie gesagt auf Astra 98,5 digital die Sendung hatten. Das hat so viel Spaß gemacht. Es lohnt sich ja nicht. Es kostet viel Geld und bringt nichts. So, jetzt ist Google da, hat alles aufgekauft und natürlich die elektronische Diabetes Zuckerberg mit Facebook. Wenn ich das alles lese, darum habe ich dieses Video jetzt gemacht, deswegen habe ich jetzt auch da reingesprochen, ob es euch gefällt oder nicht, das ist mir sowas von egal. Weil ich bin kein Kind. Ja, ich bin noch nicht verseucht. Ich habe damit an sich gar nichts zu tun. Ich bin hochgradig enttäuscht. Ich bin regelrecht traurig. Ich bin regelrecht traurig, dass dieses Hobby, was zum Beruf wurde, nur noch Beruf ist, kein Hobby mehr, es lohnt nicht. Also Hobby ist albern. Ne? Es ist Beruf, dafür kriege ich jetzt nicht so viel Geld, weil diesen Clip guckt kaum einer, wieso auch, das ist ja total uninteressant. Kinder verdienen zwischen 1500 am Tag bis 30.000 im Monat, erklären da irgendwelche Spielchen, haben Kopfhörer auf und labern rein. Ja? Kein Kind ist aber in Kenntnis, dass das, was sie da spielen, vor allem Ego-Shooter, dass das an sich blöd ist, wenn einer, ne, der wird jetzt gefoltert, damit er diesen Chip rausgibt. Ne, er wird gefoltert und dann gibt er den Chip und wird er erschossen. Gibt es in der Realität nicht. Das wäre Völkermord und Mord ist nun mal nicht erlaubt. Auch in der Pixelwelt nicht. Die Monsterpixel, die wir hatten, auch das Ping-Pong-Spiel in Schwarz-Weiß und auch den Brummkreisel, ne, um Autos zu fangen. Wisst ihr noch? Bei Sat.1 den Ball. Konnt, ne? So, das waren alles so Erfindungen. Beim Amiga konnte man die Maus programmieren. Die Maus konnte man programmieren und wenn man die Maus hat stehen lassen, dann eine sogenannte Overlay-Karte benutzt hat,
Konnte man das, alles was analog herauskam, konnte man digitalisieren oder alles was digital herauskam, konnte man analog aufzeichnen. Ja, analog, da sind wir. Das Analoge stirbt ja. Es stirbt ja richtig. Ja, jetzt sitzt hier ein analoger Mensch und spricht in eine digitale Kamera und in einem digitalen Datenfluss. Da sind wir. Auf einem Datenhighway mit Chip. Damals war es eine Kassette, Videokassette, Audiokassette, analog, die dann erst digitalisiert werden musste. Es war echt Arbeit. Es war echt Arbeit, so einen Videoclip zu machen, aber er hat unheimlich viel Spaß gemacht, wirklich. Wir haben in zig Studios gedreht, ihr kennt es ja noch, die Schattentänzer, Musik aus dem Studio etc. 6,8 Millionen Zuschauer, jeden Sonntag hatten die das sich angeschaut. Ich grüße auch alle, die das jetzt hier sehen und mich noch gerade erkennen. AWR Movie ist schon eine lange Zeit her, Medienkanzler und was weiß ich nicht alles. Auch die, die jetzt im Theater, Sprungbrett-Theater noch rumtingeln oder im Wohnzimmertheater oder hier Theater Courage. Ja, die Zeit ist vorbei. Das müssen wir ja mal eingestehen. Mit 60 von der Kamera rumblödeln, guckt sich keiner an. Ich bin auch kein Mädchen, habe auch keine dicken Titten. Ja, ich kann jetzt, also ich mache jetzt hier, ne? Also, auf eine Art haben wir ja die total Verrückten und total Verrückten. Auf der anderen Seite haben wir die Regierung, die versucht, mit Zuckerberg und wie sie alle heißen, uns zu manipulieren und Google und so. Google prügelt sich mit Zuckerberg, Zuckerberg prügelt sich mit Google, klappt alles nicht mehr. Adobe hat auch Probleme, Microsoft, der hat auch keinen Bock mehr. Also wir müssen uns den Monster Pixel Filter, Reversionsoft, danke nochmal, Kingsoft, danke nochmal, Sony, Nintendo, Sega, ja, gibt's ja auch nicht mehr. Ich bedanke mich noch recht herzlich bei Sega. Sega Haus in London am Piccadilly. War auch eine tolle Zeit. Ich weiß nicht, ob es heute das Sega Haus noch gibt. Kingsoft war auch eine tolle Sache. Kingsoft hatte auch in Oberhausen eine wahnsinnig tolle Sache. Virginsoft ist klar. Der kümmert sich jetzt mehr um in den Himmel zu reisen. Also Richtung Mond. Also Richtung Kosmos. Und EA Sports. Ja, ich komme jetzt nicht alle, ich kann nicht alle, Ubisoft, Entschuldigung, hätte ich beinahe vergessen, einer der besten, die uns bezahlt haben. Also in den 90er bis 2000, also von 95 bis 2005 haben uns die gerade so eben genannten richtig schön bezahlt und wir hatten richtig viel Spaß. Nintendo war noch richtig angesagt, Sega war noch angesagt. Die Lagerräume sind voll mit Sega-Sachen, Nintendo-Sachen. Wir brauchten nur eben anrufen, wir haben tolle Sachen, wir haben tollen Merchandise, wir haben tolle Promotion-Sachen, wir haben wirklich. In den 70ern hatten wir ja dann auch Teil 4 mit Star Wars, da war man auch auf eine Art glücklich dabei sein zu dürfen, ein Filmschnipsel zu bekommen als Dankeschön. Ja, also ihr merkt schon, es war einmal vor langer Zeit, aber ihr alle leidet leider an der elektronischen Diabetes. Und wenn ihr euch nicht behandeln lasst, weiß ich nicht, wie diese Diabetes bei euch endet. Ja, die Jugend will nicht hören. Macht eure Sachen. Der eine hat sich gerade ein Haus gekauft, mehr sage ich nicht. Ne? Ich meine, 30.000 im Monat, das ist nicht gerade wenig. Ja, geht schon wieder los. Die Elektronik begrüßt mich, er hat Ding Dong gemacht. Da hinten knistert es auch schon. Weil auf der großen Leinwand, die ich euch jetzt nicht zeige, weil der Fernseher ist ja aus, gucke mir gerade wieder so einen französischen Krimi an bei ZDF Neo auf 100 Zoll. Ja, ihr wisst, wie groß 100 Zoll ist. Ja, mehr sage ich nicht. Ja, ich finde es toll, die Kamera lacht. Ich sehe hier gerade Tagesschau, fahre ich runter, gucke mir dann die SMS an. So, während ich hier spreche, kann ich die SMS beantworten, ne? Während ich spreche, tippe ich ein, jetzt bin ich ruhig, weil ich gerade am Denken bin, das ist eine leichte Demonstration von Multitasking, auch Männer können Multitask sein. So, ich habe es beantwortet, ich habe Tagesschau, ich habe ZDF Neo, Fernsehen ist trotzdem aus, weil ich, ja, warum? Weil ich einer zu den Pixel-Monster-Vätern, ein Sohn von bin.
Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz drauf. Aber ihr nehmt mir gerade mein Hobby. Ich kann nicht mehr lachen. Ich frage mich, was soll der Kack? Puh, was soll das, ne? Ich meine, ich habe gestern hier noch Merci gekriegt für dich. Fand ich toll. Kann ich euch leider nicht geben, weil ihr ja analog nicht da seid. Ihr seid ja nur digital da. Ich kann nur Werbung machen jetzt. Ich mache jetzt Werbung. Bitte einschalten für Moncherie. Kohle machen. Ich will Kohle machen. Will auch reich werden. Moncherie. Ihr merkt schon. Natürlich mache ich solche speziellen Videos. Die mache ich extra. Ich mache auch den Mist, diesen kleinen Mist da, den mache ich auch extra. Ne? Das mache ich extra. Weil irgendwo muss man ja Spaß haben. Ja, wenn sich die Faschisten aufregen, ja, dann macht es Spaß. Tut mir leid. Rechtschreibfaschisten, immer hast du wieder. Da kommen Dinge ausgeschüttet. Nein? Deine Grammatik ist grottenschlecht. Die Google-Übertragung genommen oder was? Ah, oh, ich finde das so toll. Meine Güte, finde ich das toll. Die sogenannte elektronische Verseuchung nenne ich ab heute die elektronische Diabetes. Und wer zu viel Zuckerberg zu sich nimmt, wer zu viel bei Facebook abhandelt, ist selber schuld, dass er dann an der diabetischen Nadel hängt. Das sag ich euch. Ne? Ja, das sag ich euch. Ne? So, wenn ich mein Ferrero-Küsschen jetzt hier... Ja, Küsschen Karamell im Tunnel. Küsschen in Karamell. Hm? Werbung? Hm? Ja, Küsschen Karamell. Das macht schon Spaß. Könnte ich jetzt mal eben tragen hier. Küsschen. Küsschen Karamell. Karamell. Als SMS. Juhu. Juhu. Ja, kann man aber machen, ne? Tipp ich wirklich ein. Ne? Küsschen Karamell, SMS, juhu. Ich knutsch, juhu, oder so. Egal, da kann man noch so bunte Dinger dabei packen hier. Ne? Dann nenne ich elektronische Diabetes. Ja, ist so. Ich unterhalte mich in diese Kamera. Ihr schaut, ihr seht diesen alten Herrn hier, 60 Jahre, der mit einer SMS-Geschichte, dann auch Blödsinn, der dann auch Werbung macht für Moncherie und da rein lächelt. Ne? Okay, ihr merkt schon. Das hat natürlich einen tieferen Sinn, der ganze... Ne? Erstens, wenn ihr Fernsehen anmacht, die Werbung, RTL und Co., das sind reine Werbesender, so, die reine Werbesender, die machen jetzt hier, sagen wir mal, Moncherie-Werbung, dann kommt die Tagesschau, ne? Okay, das war jetzt SMS, kommt die also, die Werbung wird mit einem Spielfilm unterbrochen, ne? Die Werbung wird mit einem Spielfilm unterbrochen, nicht der Spielfilm. Hier bei ZDF Neo, bei ZDF läuft. Da läuft der Film, spitze, macht Spaß, ist in Ordnung. Ja, gestern habe ich mir Edgar Allan Poe angeguckt, dann Van Helsing und Afterlife. Ne? Diese drei Horrorfilme. So, heute könnte ich, wenn ich Zeit und Lust und Laune auch, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe einfach keine Lust mehr, fernzusehen, wie sich die Fernsehleute sich selber lieb haben. Ja, ob nur Oscar oder hier den Bambi. Habe ich gar keinen Trieb drauf, gucke ich mir nicht an, ist für mich keine Unterhaltung, ich schaue nicht. Ihr seht schon, ich bin auch nicht verrückt angezogen, leider nicht. Leider nicht. Hätte ich machen sollen, dann hätte ich jetzt Zuspruch. Ich hätte jetzt 20 Millionen Klicks, ich hätte jetzt ein Abo ohne Ende. Aber so kann das nichts werden, weil keiner vor 1990 und nach 1945 dieser elektronischen Diabetes zugewandt ist. So sieht's aus.